Wir möchten heute den 20-Meter-Baum vorstellen. Ja gut, dann gehen wir. Ja, heute bin ich noch mal in der Schweiz bei meinem lieben Bonsai-Freund Wolfgang Stuchli. Hallo Wolfgang, oder grüezi miteinander. Ja, sorry. Ja. Also wir haben uns für das Wochenende was ausgesucht, was wir vor ungefähr 10 Jahren fast zusammen gefunden haben, wo mir einfach, ich muss sagen, ein kleines Missgeschick passiert ist. Oder vielleicht war ich auch einfach zu faul, um weiterzulaufen. Wir möchten heute den 20-Meter-Baum vorstellen. Ja, der 20-Meter-Baum ist tatsächlich eine coole Story. Das war im Oktober 16, glaube ich, ja, wenn ich mich nicht täusche, im Engadin, in den Schweizer Alpen. Und das war tatsächlich so, dass wir miteinander und ein paar Kollegen in den Bergen waren beim Yamadore suchen. Und da hast du leider bis zu 20 Meter zu früh nach links abgebogen. Ich bin dann noch ein bisschen weiter nach unten gegangen und da sehe ich wirklich einen Prachtbaum, eine tolle Mugo, wo ich zuerst gedacht habe, ach, ich bin gar nicht so sicher, aber ich guck mal rein. Und dann habe ich mal die Grasbüschel auf die Seite gemacht und die Heidelbeerbüschel und was auch immer da war, das Untergehölze. Und das war wirklich ein Baum, erste Sahne. Und der hat sich jetzt wirklich prächtig entwickelt und jetzt ist er soweit, dass man den mal dran nehmen kann. Wie bist du jetzt in den ersten Jahren vorgegangen? Was hast du gemacht mit dem Baum? Also ich habe den nach der Bergung eingetopft in einen relativ großen Eimer mit hauptsächlich Bims, ein bisschen Kohle dazu und ein paar Hornspäne und habe den mal 2 Jahre lang stehen lassen. Er hat sich im ersten Jahr eigentlich relativ gut entwickelt. Im zweiten Jahr darauf habe ich fast gedacht, er geht mir ein. Hat relativ viele kleine Äste allerdings nur abgeworfen. Und das hat nicht so richtig, also hat sich nicht gut entwickelt, sagen wir mal so. Und auf einmal im dritten Jahr ist er richtig explodiert. Da ist er abgegangen wie Harry, hat da richtig große Kerzen gemacht, war wirklich toll. Und dann habe ich ihn angefangen zurückzuschneiden und habe dann auch die Nadeln gezopft, damit er ein bisschen mehr Rückknospung kriegt im Inneren. Und das habe ich dann die nächsten 3 Jahre weiterverfolgt. Also immer zurückschneiden, zopfen und schauen, dass wir eine schöne Verzweigung haben, also eine schöne Rückknospung. Und dann habe ich ihn vor 2 Jahren umgezopft. Hat die Wurzeln natürlich super entwickelt. Ich habe dann in eine Schale eingetopft. Ebenfalls wieder mit Bims, Kohle und ein bisschen Hornspäne. Und das hier wieder 2 Jahre lang schön, hat er sich regeneriert, hat sich jetzt wieder prächtig entwickelt, hat gute Knospen ausgetrieben. Und ich denke, jetzt ist er bereit. Ja. Und da der Baum ja fast von dir gefunden worden wäre, aber nur fast, denke ich, ist das eigentlich ideal, wenn wir das miteinander machen. Das machen wir. Das gönne ich dir. Ja, genau. Ja, also sehr schön, auch wie du jetzt gesagt hast, dass du den Baum lange vorbereitet hast. Sehr häufig sehe ich auch bei Workshops, dass Leute kommen, die haben einen Baum letztes Jahr ausgegraben und möchten dieses Jahr schon den Baum gestalten. So ist einfach nicht die Vorgehensweise. Also ich mache schon relativ lange Bonsai und ich habe schon relativ große Erfahrung auch mit Yamadores, vor allem mit Fichten und Pinus mugos. Und ich kann echt sagen, lieber mal ein Jahr länger warten und 1 Jahr oder 2 Jahre, das geht schon gar nicht. Ich denke, die sind noch gar nicht richtig akklimatisiert, die Wurzeln haben sich nicht gut entwickelt und man hat kein kräftiges Wachstum. Ich denke, für eine Grundgestaltung, wo er relativ traumatisch ist für einen Baum, ist es schon wichtig, dass man wirklich einen fitten Baum hat. Also die Wurzeln müssen topfit sein, das Grün muss topfit sein und dann verkraften die das auch. Ich denke, es ist auch ein bisschen dem Baum geschuldet als solches, wenn man einen Baum hat, der wirklich toll ist, der Jahrzehnte oder zum Teil vielleicht viele Jahrzehnte gewachsen ist in der Natur. Sowas kann ja schon über 100 Jahre alt und sein. Und man vor lauter Ungeduld den Baum nachher kaputt macht, denke ich, das ist echt schade. Ja, sehe ich genauso. Das wird deshalb, der Natur nicht gerecht. Nee, sehe ich genauso und deshalb bin ich auch froh, dass du den Baum so lange gepflegt hast, bis wir überhaupt mal an den ersten Schritt gedacht haben. Und
Ja, im Frühjahr hast du mir das erste Bild davon geschickt und gesagt, guck mal hier, wie sich der Baum gemacht hat. Ja, ja. Und da ist sofort die Idee gekommen, komm, du musst noch mal in die Schweiz. Das machen wir gemeinsam. Ja, genau. Ja, und das werden wir uns dann später anschauen, was wir oder wie wir den Baum vorbereiten und wie wir den Baum auch gestalten. Viel Spaß. Okay, wir haben den Baum jetzt im Studio stehen und machen uns ein bisschen Gedanken über die Vorderseite und wie wir ihn gestalten möchten. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da vorgehen. Die Seite, wo der Baum schon bei dir im Garten gestanden hat, war natürlich ganz klasse gewesen. Du hast das massive Totholz gesehen, eine sehr, sehr schöne Stammbewegung. Aber wir haben auch vorhin geschaut, gibt es vielleicht eine Alternative zu der Vorderseite? Wenn wir den Baum nämlich von hinten anschauen, sehen wir zwar auch das Totholz in diesem Bereich und auch hier, aber was hier wesentlich besser zur Geltung kommt, vielleicht hältst du mal kurz die Äste ein bisschen hoch da hinten, das ist halt eben die Stammbewegung in diesem Bereich. Man muss bei der Auswahl von der Vorderseite immer schauen, wo sind die Pros und die Kontras. Und wie gesagt, hier wäre im Moment die Sache von der Bewegung im oberen Bereich wunderschön, aber wir würden auch sehr, sehr viel verlieren. Wir sehen nicht, dass das ganze Totholzbereich, wie es jetzt hier ist, wo der Stamm ausgehöhlt ist. Positiv von dieser Seite ist, der Baum kommt auf dich zu oder die Spitze kommt auf dich zu. Das wäre schön. Negativ wäre aber auch, kommt darauf an, wie er jetzt steht, wir haben hier unten eine negative Verjüngung. Also kommen wir wieder zu der ursprünglichen Vorderseite. Da stand er ja gerade so. Relativ, ja. Relativ, ne? Ja. Genau. Da haben wir einmal den Bereich, da kommt er hier unten gerade raus. Wir verlieren aber die Bewegung in diesem Bereich. Das heißt, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir vielleicht hingehen, wir drehen ihn leicht nach vorne und schauen, wie kippen wir ihn jetzt. Ne? Genau. Ja. Ich denke, es ist wichtig, dass die zwei Äste, die relativ parallel sind, also auf der Ebene und auf der Ebene, dass die optisch ein bisschen getrennt werden, genau. Dass man dazwischen noch eine Lücke sieht, weil sonst sieht das wie ein massiver Block aus. Genau, ja. Momentan laufen die beiden Stämme ein bisschen parallel und laufen an der linken Seite oben zusammen. Jetzt versuchen wir, den Stamm etwas anzuheben mit... Okay. Ja. Da läufst du drauf, ja? Ja. Was? Das war genau da, jawohl. Da, weil da bist du schön in Art wie in einer Mulde drin. Wir möchten jetzt versuchen, den Stamm auf der rechten Seite ein bisschen anzuheben, dass wir am Stammansatz ein bisschen mehr Dynamik bekommen. Er kam da ja fast gerade raus. Funktioniert schon ganz gut. Dreh ihn mal ein bisschen noch nach vorne. Ja, ja. Genau so. Jetzt schließt genau dieser Bereich wieder hier zusammen. Jetzt könnten wir versuchen, den ganzen Baum noch ein bisschen nach hinten zu kippen. Genau. Ja, okay. Sehr schräg. Ja, jetzt haben wir natürlich in diesem Bereich einen wesentlich besseren Durchschuss, ne? Ja. Sag ich mir. Ich denke auch mit dem Grün kann man dann gut zugange, dass man dann das hier auf Ort hier ein bisschen mehr Umrahmung macht für die schönen Gins hier. Ja. Dass man das nicht verliert. Ich habe hier noch. Ja. Gut, die Hauptbewegung vom Stamm zeigt ja jetzt eigentlich nach rechts. Das heißt, wir müssen den Hauptast oder die Hauptäste müssen wir auf die Seite irgendwo positionieren. Ja.
Wir haben eigentlich genügend Material da. Drehen wir mal einmal kurz rum, dann schauen wir mal, was wir vielleicht noch rausschmeißen können oder rausschneiden können. Hält der? Ja, hält. Noch? Noch? Also der geht schon relativ weit hinten weg, ja. Aber er hat hier schon relativ viele und gute Äste. Der ist ein bisschen weit weg schon. Könnte man eventuell noch als Chin verwenden. Ja. Sehe ich eigentlich genauso. Haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen. Ja. Ne? Eigentlich ein sehr, sehr schöner, dicker Ast, der nach hinten rausgeht. Ja. Der ursprünglich haben wir immer gedacht, da liegt ist viel Masse an dem Ast dran. Aber wenn wir genau schauen, ist nur hier vorne der kleine Bereich belaubt. Der Rest ist alles. Ja. Obwohl er eigentlich ziemlich massiv ist. Genau. Ja. Und den werden wir auch jetzt nicht irgendwie als rückwärtigen Ast irgendwie so positioniert bekommen, dass wir damit irgendwie zufrieden wären. Ja, das hat auch genug Material hier noch genau. Unten drüben. Ja. Hier haben wir schöne, feine, kleine Äste, die wir schön positionieren können. Und hier willst du einen Gin draus machen? Ich denke, das passt gut, ja, weil er hat schon viele natürliche Gins, die alle in die Fließrichtung nach hinten laufen. Also ich sehe den Baum hier, das ist der Fokuspunkt auf die linke Seite, jetzt von der Rückseite aus gesehen. Ja. Und die Gins, die wehen hier so, wie so Fahnen und wehen die weg. Und ich denke mit dem, weil das doch ein recht langer Ast ist, wenn der mal sauber durchgechint ist, dass man den im Hintergrund auch noch in die gleiche Fließrichtung wie die anderen Gins legen können. Ja. Das wird sich sicher gut machen, ja. Ja. Und es bleibt noch reichlich Laub über, um eine schöne Krone aufzubauen, die auch genügend Details hat. Genau. Ja, von mir aus kann er raus. Gut. Also das Grün, ne? Ja, ja. Ja, okay. Und ich denke, das macht sich auch von der Vorderseite auch nach der Position gut. So haben wir den Punkt ein bisschen angehoben hier. Ja. Ja, das wird ja später dadurch, dass der ein bisschen höher kommt, ich will nicht sagen problematisch, aber das wird nochmal so ein Fokuspunkt werden. Ne? Ja. Und schön auch zu sehen, wie schön der hier schon aufgerissen ist. Ja. Ne? Ganz klasse. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir hinten das Grün raus. Ansonsten denke ich nicht, dass viele Äste noch fallen werden. Ne? So viel hat er ja nicht. Aber ich denke, wenn der Grüne mal weg ist, also wenn der mal weg ist da hinten und sauber gechint ist, in der richtigen Position, werden wir dann sehen, ob wir noch alles brauchen. Vielleicht noch eine oder eine kleine Ast raus, dass es nicht zu üppig wird, weil ich denke schon, dass der Baum lebt eigentlich von der Bewegung, vom Totholz, von der schönen Borke, auf die er zweifellos hat, und braucht nicht so massiv viel Grün dran. Also schon aber es muss aber passen. Eine schöne Krone schon, aber mehr oder weniger so eine Umrahmung für das, der Rahmen für das Bild. Ja. Ich hatte das vorhin schon angesprochen, ne? Wir dürfen auch jetzt nicht hingehen und sagen, wir haben einmal den Fokuspunkt Totholz. Und dann haben wir eine Krone, sondern das muss ineinander ein bisschen verschmilzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Okay. Wollen wir mit dem Totholz sauber machen beginnen? Genau. Das machen wir zuerst. Ja. Ja. Gut, okay. Oder essen. Essen. Immer nur essen. Jetzt haben wir die Problematik mit diesem Gin, der da einfach so im Baum quert und auf dem anderen Schari aufliegt.
Ich denke, wenn wir dann hinten dann im Finish einen rückseitigen Ast haben, ist der sowieso Makulatur. Der kann, ich denke, der kann raus. Ja. Das stört auch die Linie ein bisschen. Genau, richtig. Ich bitte mal profihaft entfernen da hinten. Ja. Sehr gut. Und schön, und schon wird die Linienführung nicht mehr gestört. Ja. Das kriegt hier so schön aus. Also das Teil gefällt mir super gut. Tag 2 mit der Mugo. Wir haben gestern eigentlich schon sehr gut vorgearbeitet. Wir haben etwas Grün entfernt und dann haben wir ganz vorsichtig gezupft. Es ist also noch sehr, sehr viel Grün dran. Aber wenn man die Bilder sieht, was gestern alles hier auf dem Tisch noch gelegen hat, es war doch einiges an Grünmasse, was er noch alleine durch Zupfen verloren hat. Ne? Ja, vor allem im Top-Bereich war er natürlich super wüchsig. Und genau. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt in der Feinarbeit gewesen wären, oder also die Detailarbeit, wo er schon mehrere Jahre gestaltet wurde, hätten wir können noch mehr an Grün reduzieren. Aber jetzt in dem Stadium, wo der Baum jetzt ist, haben wir für meine Begriffe im Moment genug gemacht. Und wir sind jetzt haben angefangen schon mit dem Drahten, den ersten Ast positioniert. Wolfgang hat gestern schön die Totholzpartien rausgearbeitet, gesäubert nochmal und auch schon mit Ginmittel eingestrichen. Ja, jetzt haben wir heute eigentlich nur noch das Drahten. Ja, schauen wir mal, wo wir heute Mittag stehen. Jawohl. Im hinteren Bereich haben wir noch einen längeren Ast, der nicht benötigt wird. Doch da wir schon so viel Grün entfernt haben, möchte ich ihn gerne behalten, um einfach den Saftzug zu gewährleisten, und deshalb wird er jetzt abgedeckt. Ja, was ich sage, ich bin super zufrieden, super happy. Ja. Hast du richtig toll gemacht. Ja. Super. Herr Kollege. Ja. Danke vielmals. Vielen Dank, echt, dass ich hier sein durfte. Und erste Sahne. Ja. Erste Sahne. Ja. Haben wir echt einen schönen Baum hinbekommen, glaube ich. Der Baum ist richtig.